Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Hätte ich fast Warships gesagt, aber nein, gerade noch zurückhalten können. Natürlich Let's Play World of Tanks mit einem Replay, in dem Fall vom T-57 Heavy Tank, wie ihr seht. Der Blackie090 hat es gespielt. Vielen Dank an der Stelle für das Replay. Natürlich T-57 Heavy ist der Panzer und ihr seht heute mal mich. Aber ich hatte ja vor kurzem so einen kleinen Testballon, kann man sagen, gemacht mit der Cam, allerdings ohne hier oder ohne, dass der Hintergrund weg war. Jetzt seht ihr keinen Hintergrund mehr. Ich habe mir einen Greenscreen geleistet und auch da werde ich es jetzt nicht jedes Mal machen, aber ich glaube, das ist doch mal ganz nett. Und weil der ein oder andere beim letzten Mal meinte, von wegen, da nehme ich was vom Bildschirm weg oder man sieht hier unten oder verpasst was. Ich kann euch sagen, hier wo ich bin, in meinem Bereich, da passiert gar nichts. Da ist einfach mal nix. So, wir bleiben mal jetzt natürlich auf der Action, weil die ist die spannende. Und der T-57 konnte hier schon den einen oder anderen Hit setzen. Allerdings noch nicht so wirklich genug, denn 783 Damage, da braucht man nicht drüber reden. Das ist noch nicht wahnsinnig viel. Aber ich kann euch sagen, in der sehr kurzen Zeit, weil das Replay in der Tat nicht lang dauert, wird er aber jetzt noch einiges an Schaden rauspratzen. Und das ist ja das, was wir sehen wollen. Da geht er jetzt hier auf den TMX 50-120. Erster sitzt, zweite sitzt, dritte sitzt. Boah, der war aber schön gezielt, muss man sagen. Da hat er alle drei durchbekommen und kann jetzt sogar hier noch auf den Hügel fahren. Da muss er natürlich aufpassen, denn da oben war zuletzt eine Badger 12T gespottet. Nicht, dass die auf einmal rumkommt, weil auch die macht doch Schaden. Und da ist er auch schon. Und jetzt ist er im Reload. Das heißt, er kann nichts machen. Nur ich glaube, die Badger hat so viel Schiss, weil sie sich denkt, hoppala, ich hau hier lieber mal schnell ab, bevor der böse T-57 Heavy da auf mich geht. Also Glück gehabt in dem Fall. So. Nachgeladen hat er. Und jetzt kann er von oben nämlich wunderbar agieren. Muss da ein bisschen auf den Scorpion G aufpassen. Genau den meine ich. Aber den lässt er sich jetzt einfach mal ein bisschen am Arsche lecken. Und er geht jetzt auf den M103. Und da hat er jetzt den schön rausklippen können. Alle drei Granaten wirklich perfekt ins Ziel gebracht. Jetzt kriegt er die letzte noch irgendwo hin oder... Nee, er geht in den Reload. Muss er natürlich aufpassen, dass Grille und Scorpion ihn da nicht bekommen, dass er jetzt da nicht aufgeht. Er muss auch ebenfalls aufpassen, weil die 50 Meter Proxy geht er eben dann da auf. Dementsprechend ist es echt ein Problem und der STRV ist jetzt hier der Einzige, der sozusagen verhindert, dass der Gegner hier hochpusht. Aber auch da hat er jetzt so gut wie die Granaten schon wieder nachgeladen und jetzt hat er es auch schon. Und jetzt, wenn der Leopard kommt, ist gar kein Problem mehr. So, erster sitzt und zweiter weg mit ihm und jetzt kann er sogar gleich noch den E100 eine geben. Der hat es nämlich jetzt auch nochmal probiert. Vielleicht vorne aufs Laufrad, ja, saß und nochmal eine und auch der sitzt. Und schon haben wir 4666 Damage angebracht und zwei Kills. T-57 Heavy Tank ist ein cooler Panzer. Der ein oder andere favorisiert aber eher den AMX. Das ist immer so ein bisschen eine Frage des Gustos. Kann man nie so komplett endgültig entscheiden. Aber man kann schon durchaus was mit ihm anfangen. So, jetzt muss er aufpassen. Jetzt kommt der E100 da rum, da hat er jetzt Premium geladen, da kann er ihn auch locker durch den Helm ballern. So, 1155 Schaden angebracht und jetzt vielleicht der STRV den finalen Shot, aber der hat leider nicht sitzen können. Der AMX probiert es jetzt auch. Jetzt verzweifeln sie an der unfassbaren STRV-Panzerung. Irgendwie ganz amüsant. So, jetzt hat er gleich wieder nachgeladen, dementsprechend kann er jetzt hier loslegen. So, der sitzt. Der sitzt und der sitzt. So macht man's. Und schon hat er 7000 Damage. Das ist halt schon unfassbar, wenn der Gegner nicht richtig pusht in dem richtigen Moment. Und er hat jetzt natürlich hier das große Glück, dass der STRV ihm da den Arsch ein bisschen gerettet hat. Weil sonst wäre es in der Tat ein wenig schwieriger geworden. Und gleich geht's weiter mit der ISO. Da ist er auch offen. Erstmal gekettet. So, jetzt hat er hier wenig Silhouette. Scorpion G trifft hier auch. Jetzt nimmt er auch noch das Objekt raus. Und nochmal eine Richtung ISO. Schon 5 Kills. Nicht mehr viel und er hat sich den Krieger gesichert.
Eine Frage wird mich natürlich jetzt mal in der Phase des Reloads interessieren. Findet ihr denn das gut mit der Cam, sodass ihr mich mal beim Kommentieren auch seht? Oder sagt ihr, es ist total unnütz? Das wird mich schon mal interessieren. Aber ich denke darauf, dass ich hier nichts wegnehme, außer vielleicht mal so in die Minimap rutsche. Ist alles andere, glaube ich, ganz entspannt. Und ich denke auch mal, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Besonders im Stream natürlich. Schöner. AMX 1500. Da jetzt der 8er, kein 9er mehr. Auf den kommt aber allerdings aktuell nicht drauf. Jetzt vielleicht noch die ISO. Aber das Game ist gelaufen. Da brauchen wir nicht mehr großartig lamentieren. Da passiert nicht mehr so viel. Jetzt heißt nur noch die Frage, kriege ich noch was ab oder war es das schon? So, jetzt vielleicht die ISO, weil natürlich würde sich den Krieger schon gern holen. Aber nein, das war mal nichts. Jetzt ist der letzte verbliebene, da der AMX. Und natürlich will jetzt jeder noch was von dem Kuchen haben. So, der lässt sich jetzt droppen. Erster sitzt. Und zweiter sitzt auch. Damit kann er sich den Krieger sichern und hat knapp 8000 Damage gemacht. Und das in gerade mal knapp über 5 Minuten. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video gern. Mega der Cam. Und ansonsten sage ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.